Seid gegrüßt, meine lieben Freunde. Heute bei Little. Nee, heute früh war ich einkaufen und da gab's diese Teile. Frische Grillhähnchen. Tja, da konnte ich nicht widerstehen und da habe ich eins mitgenommen. Und da machen wir so ein bisschen Grillhähnchen auf Kartoffelbett. Und so wird's gemacht. Zuerst wie immer eine kleine Zusammenstellung, was wir so brauchen. Natürlich ein Grillhähnchen. Das ist schon vormariniert, kross und würzig mariniert und ohne Innereien, also gleich grillfertig. Das backt man nachher nur auf dieser Aluschale. Ihr könnt es auch auf dem Grill machen, ganz normal in der Aluschale. Und so indirekt, was, so schön schmoren lassen. Aber wir machen es heute im Dutch Oven auf ein Bett von Kartoffeln. Habe ich hier 1 Kilo Kartoffeln, frische, frühe Kartoffeln. Die werden nur halb geschnippelt und kommt dann in den Ofen rein, also in den Topf. Und dazu haben wir noch 300 Gramm Tomaten. Frische und gekaufte. Also hier die kleinen Runden hier, das sind wohl frische. Ja, ich esse ja bloß so geschmorgelt oder auf der Pizza und roh mag ich sie gar nicht. Dann brauchen wir noch 3 mal von den guten Gemüse. Zwiebeln, jawohl. Und heute nur 2 Knoblauch. Pfeffer und Salz. Und da habe ich noch ein bisschen Kräuter gefrorene, 10 Gramm oder so. Ja, und noch ein bisschen Öl. Und dazu nehmen wir heute einen 4er Dutch. 4,5 meine ich, ja. Da passt das Hühnchen genau rein. Versuchen es noch ein bisschen aufzuschneiden. Und dann können wir loslegen. Hier habe ich das Hühnchen. Das wickeln wir mal aus. Das ist ja nicht verschweißt, nein. Das ist nur eingewickelt. Ja, riecht nach Hühnchen, ne? Gucken wir mal hier, wie es aussieht. Einfach zusammengebunden, das arme Tier. Kann nicht mehr wehren. Also wenn er es dann richtig grillen wollt, ja, perfekt, zusammengebunden. Ja, schauen wir mal. Ja, einwandfrei. Gucken wir mal, wie es hier aussieht. Rücken alles gut. Und jetzt schneiden wir das hier auf. Ja, an der Brust. An der Brust lang. Ja. Versuchen wir jetzt das aufzumachen. Jawohl. Ist gar nicht so schwer, selbst mit meinem stumpen Messer nicht. Ja, immer schön am Knochen lang. Wenn es dann geht. Ah, es geht. Ja, klar, Knochen kann man nicht mit dem Messer schneiden, dann müsste das schon mal ein bisschen brutal sein. Ja, seht ihr. So richtig schön off soll das werden. So. Das legt dann einfach oben drauf, ja, also so ja breit oben drauf, ne? Als ob es wegfliegen will. Erstmal den Fühler waschen. Ja, dann haben wir ja unsere Tomaten, die lassen wir heute so wie sie sind. Und die Kartoffeln, die schneiden wir halt nur so in ganz große Dinger, wa? So ganz einfach. Und dann machen wir uns das ganze Brett voll. Warm ist. Jetzt fängt es an zu blubbern, also es wird langsam heiß. Gehen wir jetzt unsere Kartoffeln ankippen, langsam, damit es nicht spritzt. Und natürlich die Zwiebeln und den Knoblauch und die Tomaten und unser Kräuter. Die sind aufgetaut mittlerweile. Noch mehr Salz. Und dann rühren wir einmal alles kräftig um. Zum Schluss noch das Hähnchen drauf, wenn es passt. Ja. Und da ist der Döpper voll. Schön reindrücken. Der sackt nachher eh noch nach und dann passt es besser. Ihr müsst versuchen, das vom Rand wegzukriegen, ne? Ein bisschen. Sonst brennt euch das da an. Ja. Dann den Deckel drauf. So, passt gerade so. Und da lassen wir das mal eine Stunde vor sich hin brutzeln.
Ich schaue mal noch mal, wie es mit der Flüssigkeit aussieht. Wenn ein bisschen Flüssigkeit fehlen sollte, dann mache ich ein bisschen Wasser dran. Aber ansonsten dürfte es kein Problem geben. Stündchen haben wir geschafft. Und wir schauen mal rein. Naja. Es blubbert, ja. Feuchtigkeit ist genug, obwohl wir nichts drauf gekippt haben. Jetzt muss ich mal gucken, ob da auch das Fleisch schon gut ist. Ne, es geht noch nicht gut vom Knochen ab. Da werde ich mal noch 20 Minuten warten. Und befeuern unseren Ofen noch, unseren Dutch Oven noch 20 Minuten. Ja, und dann wird es durch sein. Eine Stunde 20. Und ich will gar nicht mehr warten. Es kommen nämlich wieder fette Wolken. Hat schon zweimal geregnet derzeit. Aber Dutch Oven sei Dank, kommt da nichts ran. Ja, jetzt gucken wir mal. Natürlich, unser Huhn ist blond, unser Hähnchen, logisch. Von oben gab es ja kein Feuer. Und jetzt wollen wir das mal hier rausnehmen. Es ist nämlich, es ist weich. Ihr seht, ich kann es nur noch in Stückchen rausholen. Keine Chance mehr, mit meinem Gäbelchen das rauszuholen. Oh, komm her, ja. Oh ja, guckt es euch an. Also wenn das nicht weich ist, weiß ich ja nicht. Ihr seht, es ist immer noch ausreichend Flüssigkeit drin, obwohl ich nichts reingemacht habe. Ne? Super. Mal schauen wir mal, was angebacken ist. Ja, leicht die Kartoffeln, aber das ist nicht der Rede wert. Auf jeden Fall sind sie weich. Das ist die Hauptsache. Es ist vollbracht. Eine Stunde 20 hat es gedauert. Alles ist weich. Alles in einem Topf, wie ihr habt. Und jetzt wird die essen. Ihr kostet. Die Kartoffeln sind super. Die hätten gar nicht so lange gebraucht, ne? Gucken, wie sie mich mal hier. Leicht angeröstet von unten. Die schmecken richtig gut. Nicht weiter dran, ne? Pfeffer, Salz, ein paar Kräuter, Tomate. Reicht. Natürlich doch das Fett von dem Fleisch, ne, da drin getropft und hat sich da schön mit unten reingesetzt. Hm. Oh, jetzt. Halleluja. Aber tipptopp, ehrlich. Kann ich jedem empfehlen. Macht sowas im Topf, das sieht wunderbar. Einwandfrei. Ja, wie so ein Hexenwerk, ne? So ein Gockel da, der brät ja für sich alleine, oder? Er kocht ja im Sud, ja, im Dampf. Er brät ja nicht direkt. Ja, Stunde 20, da war alles vorbei. So schnell kann es gehen. Und ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht. Jetzt kann ich ja erstmal lecker futtern hier. Ne? Und wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und ja, ab.
Backbord wäre auch nicht schlecht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und denkt noch an meine Facebook-Seite, ja, die Grillmaster, die wollen auch immer Rezepte haben, ne? Und Bilder von euren Kochkünsten. Alles klar, meine Freunde. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ja, das war's dann für heute. Euer Micha. Bye, bye.